Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Schwarzwald TV. Wir befinden uns im Ortseingang von Herrenschried und im Hintergrund die St. Zeno Kirche. Und es ist doch schön, die alten Glocken nochmal schlagen zu hören. Hotzenwald, dem südlichsten Zipfel des Schwarzwaldes, liegt umrahmt von Wiesen, Hügelfelder und Wälder der schöne Luftkurort Herrenschried. St. Zeno, die katholische Kirche dieses Ortes, wird zum Filmstar. Ist am diesjährigen Valentinstag zur Mittagszeit nochmals alle Glocken der Herrenschrieder Kirche geläutet haben, hat einen besonderen Grund. Hobbyfilmemacher Peter Umstetter wird in den kommenden Monaten einen Dokumentarfilm über den Austausch der Kirchenglocken drehen. Auf der Glockendoku soll später nicht nur das alte St. Zeno läuten, sondern auch der Glockenguss, die Glockenweihe mit dem Glockenfest und das erste Läuten der neuen Glocken zu hören sein. Ja, und über den Wechsel der Kirchenglocken, die Glocken von der St. Zeno Kirche werden ja ausgetauscht im Laufe dieses Jahres, gibt es einen Dokumentationsfilm, den ich erstelle. Und alle weiteren Infos bekommt ihr hier auf Schwarzwald TV. Mesner Helmut Eckert konnte beim Pfarrgemeinderat bewirken, dass die alten Glocken doch noch bis zum Sommer hängen bleiben und zumindest bei den anstehenden Hochfesten läuten dürfen. Auch nach dem diesjährigen Erstkommunionsgottesdienst war dies der Fall. Das Läuten kann den alten Glockenstuhl zwar weiter beschädigen, aber der Pfarrgemeinderat ist sich dieser Sache bewusst und behält dies im Auge. Weil bei der Glockenfahrt nur 40 Personen mitreisen können, ist es gut, dass dieses Ereignis im Film festgehalten wird, erklärt Annemarie Matt vom Gemeindeteam gegenüber dem Südkurier. Der 45-minütige Film soll zu Weihnachten 2018 als DVD erscheinen, sofern die neuen Glocken bis dahin hängen. Allerdings muss die DVD rund 20 Euro vorbestellt werden. Erhalten Sie nun einen Einblick in die ersten 3 Minuten dieses Filmes.
letzten Glockenschlägen verabschieden wir uns hier in Herrischried. Es war die Erstkommunionfeier der Erstkommunikantin. Bis dann. Tschüss.